Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Blazy Beaks. In der letzten Folge haben wir, glaube ich, mit Dizzy gespielt und anderen Konsorten. Heute werden wir mal das Chicken ausprobieren, weil ich glaube, das ist der letzte Charakter, den wir von den regulären Charakteren noch nie gespielt haben, ne? Ich habe den schon mal kurz gespielt, bin relativ schnell gestorben, deswegen, ich kenne den schon, ich weiß nicht, ob ich ihn schon mal in einem Video gezeigt hat. Auf jeden Fall hat er 4 von 4 Leben, hat so eine komische Eisschießattacke, die anscheinend auch die Gegner einfriert, wenn ich das richtig weiß. Ich glaube, das ist gerade falsch, aber egal. Warte, can kill marked enemies in one shot. Ah ja, wenn die Gegner markiert sind, dann sind sie ja, halt one shot. Und der schießt nicht so genau, wenn man rennt. Dafür ist aber die Weapon Range halt ein bisschen höher. Was ganz nett ist und ja, weiß ich nicht, was ich von dem Chicken halten soll. Hat er nicht so eine komische Waffe, die... Nee, hat er nicht. Hä, ich dachte, das Chicken hätte so eine Waffe, die Gegner einfriert. War das der... Wie heißt das? Ich kann überhaupt nicht denken, Leute. Das ist einfach viel zu warm, um zu denken. Wie soll man denn hier denken? Oh, ich merke gerade, man darf wirklich nicht laufen, während man schießt, weil sonst trifft er wirklich gar nichts mehr. Okay, wir probieren es einfach mal. Oh, ich merke jetzt schon, wie das in meinem Zimmer wieder viel zu heiß wird. Ja, Leute, wie ist das bei euch, Leute? Ist das auch so heiß bei euch? Bei mir ist gerade No Coins of Keydrops. Das ist natürlich scheiße, dann will ich das nicht. Bei mir sind gerade 32 Grad. Richtig ekelhaft. Drin und draußen, überall ekelhaft. Normalerweise, wenn ich halt nicht aufnehme, dann bin ich zum Glück so ein glücklicher Dude, der eine Klimaanlage im Zimmer hat. Ich will das nicht mitnehmen. Every time you pick up a heart, you lose 3 coins. Das ist okay, das kann man mal mitnehmen. Und was hast du? Time to enter the next level. Das ist auch scheiße. Immer nur diese blöden Artefakte hier. Ich habe eigentlich eine Klimaanlage, aber die kann ich nicht anmachen, während ich aufnehme, weil die einfach viel zu laut ist. Ist halt einfach so. Und ich muss auch aufpassen, dass ich die, ehrlich gesagt, nicht zu lange immer anhabe am Tag. Denn letzten Sommer ist mir das passiert. Da hatte ich die halt wirklich 24 Stunden am Tag an. Keine Ahnung. Ja, ich weiß, Umwelt und so nicht so toll. Und auch für die Stromrechnung nicht so toll. Aber da hatte ich sie halt richtig lange an. Und dann ging sie am Ende vom Sommer nicht mehr. Das war richtig kacke. Egal, ob ich sie dann eine Weile ausgelassen habe oder nicht. Sie ging einfach gar nicht mehr. Das war richtig kacke. Und dann war der Sommer, oder der Ende vom Sommer 2018, war richtig scheiße für mich. Fand ich blöd. Dann habe ich sie ein Jahr lang nicht benutzt, weil dann war der Sommer halt irgendwann vorbei. Und jetzt ging sie zum Glück wieder. Ich hatte schon Angst, dass sie wirklich einfach kaputt ist und ich irgendeinen Techniker hier herholen müsste, der da dann, keine Ahnung, diese Kühlflüssigkeit oder was da drin ist, austauschen müsste oder sowas. Das wäre nämlich richtig blöd gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass das übelst teuer ist. War zum Glück nicht so. Jetzt kann ich meine Klimaanlage wieder verwenden. Ein bisschen angeben, Leute, dass ich eine Klimaanlage habe. Habe ich mir selbst gekauft, ja. Aber ja, die ist halt viel zu laut, um damit aufzunehmen. Das heißt, ich habe jetzt einfach nur mein Lüftungs... Oh, shit. War hier nicht irgendwo ein Herz? Ich habe doch eben noch ein Herz gesehen hier irgendwo. Ich glaube, an dem... Da ist auch ein Herz auf jeden Fall. Ich habe jetzt so einen Raumbefeuchter an, also wo man einfach Wasser reintut und der diffusierend das irgendwie. Und dann kommt oben halt so Nebel raus, aber es ist keine Nebelmaschine, sondern halt so ein Luftbefeuchter. Und der soll angeblich auch dafür sorgen, dass die Luft im Raum halt, ja, luftbefeuchteter wird. Und ich kann mir vorstellen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, kennt ihr euch damit aus, Leute? Wenn man so ein Ding hat, wenn die Luft feuchter ist, ist sie dann auch gleichzeitig kühler? Oder kommt sie einem zumindest kühler vor? Oder ist das voll negativer Effekt, dass ich das jetzt mache? Dass die Luft dadurch einfach nur schwüler wird oder sowas? Weil das wäre ja wieder richtig kacke irgendwie. Hätte ich gar keinen Bock drauf. Aber das Ding ist an und mein Ventilator halt. Und davor noch so ein nasses Handtuch. Boah, ich hasse das aber, wenn man schon beim Reden merkt, dass einfach nur warme Luft in den Mund geht. Ich hasse das. Fühlt sich an wie in einer Sauna hier in meinem Zimmer gerade, ohne Klimaanlage. Richtig ekelhaft. Kann ich überhaupt nicht nachdenken. Gosh. Ja, Leute, wie regelt ihr das in dem Sommer? Habt ihr auch eine Klimaanlage oder zumindest einen guten Ventilator und nicht nur so einen ekligen Tischventilator, der halt wirklich gar nichts macht? You dropped your collected coins and taking damage. Na gut. Also ich komme wirklich gar nicht klar. Ein Glück soll es gleich noch gewittern, damit das wenigstens ein bisschen besser wird. Ich merke gerade, dieses Chicken gefällt mir ganz gut, weil der schießt erstens relativ weit und er kann halt die Gegner one-shotten. Was, glaube ich, mega gut ist. Guck mal, eigentlich bräuchten wir für den hier locker 2 bis 3 Hits. Aber jetzt, wenn sie halt markiert sind, guck, für den brauchen wir auch. Mal gucken, 3 Hits.
Weapon Damage runter ist natürlich ungeil. Was bist du? Decrease Fade Type, das ist okay. Warte, war da noch was? Nee, ne? Nee. Ja. So, so viel dazu. Sagt mir mal, Leute, ob das was bringt. Wenn der Raum feuchter ist, ob es dann auch kühler wird. Ich weiß nicht. Vielleicht mache ich jetzt einfach nur alles. Vielleicht wird jetzt einfach nur alles schwül und eklig und keine Ahnung. Und ich mache, dass meine Wände schimmeln, weil das hier alles viel zu feucht ist. Das kann alles sein, Leute. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe doch keine Ahnung von irgendwas. Das wäre nämlich auch blöd. Und ehrlich gesagt, ich spüre nichts davon, ob das hier jetzt kühler wird oder nicht. Weil hat es gerade gedonnert? Moment. Auf jeden Fall Wind draußen. Oh, das wäre so schön, wenn es gleich donnert. Dann kann ich endlich mal das Fenster wieder aufmachen hier. Okay, so, wir kaufen uns, glaube ich, eine neue Waffe. Es sollte ja mit jeder Waffe sein, ne? Dass die mehr Range hat, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist einfach nur für den Chicken, dass der halt stärker ist in diesen Sachen. Plus 2 Max HP. Wow, okay, wir werden auf jeden Fall wieder richtig krass, der Tank hier. Ich glaube, wir hatten beide Waffen noch nicht, deswegen holen wir uns einfach mal die teurere. Warum denn nicht? Und was mir noch aufgefallen ist, Leute, bei diesen... Oh Gott. Yo, okay, alles klärchen. Ach, das ist diese Wobbelattacke, diese Wobbelpistole. Doch, die hatten wir auch schon mal. Die ist auch richtig witzig. Ich mag dieses Bubble-Cement-Effekt. Ich hab hier diesen Luftbefeuchter und mir ist aufgefallen, da kommt ja dieser Nebel raus. So, und wenn ich dann... Eigentlich geht der Nebel nach links und rechts, weil da halt so Öffnungen sind und da geht dann der Nebel hin. Aber wenn die Klimaanlage an ist und quasi kalte Luft rauspustet, dann geht der Nebel zu der kalten Luft hin. Leute, was hat das zu bedeuten? Kann mir das jemand erklären? Ich kann es mir nicht erklären. Außer eventuell, dass das irgendwie Luftausgleich gedöns ist. Keine Ahnung. Feuchte Luft geht eher zu kalten Gebieten. Oh ja, das donnert aber richtig krass. Decrease your one speed, reload speed, fire weight and weapon damage. Na gut. Oh, jetzt bin ich aber richtig langsam. Oh, das ist natürlich mega schlecht für den nächsten Boss, ne? Wenn wir so übelst langsam sind. Ich glaube, ich will erstmal nochmal einen Shop haben, bevor wir zum Boss gehen. Und dann hoffe ich, dass das Gewitter jetzt nicht so ultra laut gleich die ganze Zeit ist. Dass man das die ganze Zeit im Video hört. Bin ja gespannt, ob man es jetzt schon über... Oh nein. Ob man es jetzt überhaupt schon hört. Aua! Ja, willst du noch ein Leben? Das ist auch uncool. Ich will nicht so schnell sterben. Auch wenn ich dann zum Glück... Oh Gott. Könnte ich zwar das Fenster aufmachen, aber ich will trotzdem nicht sterben. Ja, und draußen ist einfach richtig scheiße, keine Ahnung. Schwitzt man einfach instant und kann gar nichts dagegen machen. Voll uncool. Und ich wurde sogar geblendet, obwohl ich eine fucking Sonnenbrille auf hatte. Darf man bei YouTube eigentlich fucking sagen oder wird man dann demonetarisiert? Ich habe nämlich ganz viele deutsche andere YouTuber gesehen, die immer ihr fucking einfach rausschneiden. Weil anscheinend das dann nicht mehr kinderfreundlich ist. So, minus 50% Chance to loot hearts. Nee, das wäre mega kacke. Wir haben immer noch keinen Schlüssel, leider. Und leider auch noch kein Schöppchen hier. Und wir müssen zum Boss gehen ohne Shop. Oh Gott, das wird ja richtig kacke hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, einfach wobbeln hier. Einfach wobbeln. Wobbeln und irgendwas trifft schon. Einfach wobbeln, 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 wobbeln. Los, Wobbelattacke. Wobbel alles tot. Ach Mann. Ja, wie heiß ist es bei euch? Ich rede jetzt einfach den ganzen Tag nur übers Wetter, weil mich das richtig abfuckt. Jetzt ohne Witz, das nervt mich. Ich habe schon ein paar Mal erwähnt, aber ich bin halt einfach ein Wintertyp. Ihr geil, ich schaff doch nicht mit einem Leben hier den Boss. Also wenn ich mich entscheiden müsste, ob zu kalt oder zu warm, ich würde mich immer für zu kalt entscheiden. Vor allem Kälte hält einen frisch und jung und strafft die Haut oder so, habe ich gehört. Also Kälte, alles supidupi. Da. So, wir müssen stehen bleiben, damit wir ihn treffen, aber wir müssen uns bewegen, damit wir ausweichen können. Das ist natürlich auch mega dumm. So beim... Zwar, oh Gott. Bitte nicht auf mich. Nein, nein, nein. Ich schmeck nicht so gut. Kannst du das unterlassen? Stirb. Ich muss dich nur töten, dann habe ich ganz viele Leben. Eins. Jetzt geht er auf uns. Jetzt geht er wieder weg. Jetzt ist, glaube ich, egal. Oh Gott. Ich will nicht so nah an dir dran stehen, das ist nicht so cool. Oh, ich habe voll Angst vor dem, Leute. Aber ich habe immer Angst vor dem. Ich habe immer richtig wenig Leben, wenn ich bei dem Typen hier bin. Jetzt geht er auf uns, jetzt geht er irgendwo hin. Er ist zu nah dran, der Dude. Vor allem, ich treffe ihn einfach nicht. Oh, aber diese Waffe
ist auch richtig gut, weil wir einfach... Jetzt geht er wieder auf uns. Weil die halt rumwobbelt. Und selbst wenn wir uns bewegen... Geil, ey, wir haben besiegt, das ist ja unfassbar. Selbst wenn wir uns bewegen, dann haben wir halt die Chance, ihn zu treffen. Das Ding war, glaube ich, ganz geil, ne? Aber ich glaube, ich behalte das, was ich jetzt habe. 30% Discount! Ja, geil! No loot from enemies, das ist mega kacke. Aber nur ein Leben hat er uns gegeben. Was ist denn los mit ihm? Nehmen wir das Freeze-Ding mit, damit wir die nächste Ebene überleben? An sich ist Iron Wings besser, finde ich, für den Schaden-Output, vor allem bei den Bossen. Aber ich glaube, die Iron Wings machen, dass ich jetzt zumindest die gelbe Ebene so ein bisschen überleben kann. So, guck, wir gehen jetzt einfach hier hin, frieren alles ein. Oh Gott. Und töten hoffentlich irgendwas, bevor wir sterben. Bevor irgendjemand hier... Oh Gott. Ja, davor habe ich nämlich Angst, dass sie hier einfach... Ja, genau davor. Genau davor. Wir müssen hier ganz schnell weg. Dass sie hier einfach ihre Granaten reinwerfen und dann sterben wir einfach. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Gott, ey. Das sind wirklich meine Hassgegner überhaupt, die Deutschens hier. Ja, okay, einfach weg. Alter. Und die schießen manchmal einfach richtig schnell auf einen. Ich raff das nicht. Kann man bitte in den Shop kommen jetzt endlich? Increase Movement Speed for Enemies. Ja, nee, danke. Nein, danke. Ich hatte aber richtig gern einen Shop und auch ein paar Leben. Ach, Mann. Ich weiß auch immer noch nicht, ob jetzt die gelbe, der gelbe Bereich hier irgendwie besser wäre für mich oder der rote Bereich. Aber ich habe das Gefühl, dass der rote Bereich ein bisschen schwerer ist. Ich hätte richtig gern das Herz da. Das explodiert nämlich gleich, wenn wir es nicht aufsammeln. Das Blöde ist halt, wenn man zu nah an diese Granatenwerfer geht, dann kannst du gar nicht mehr ausweichen. Dann hast du gar keine Chance mehr. Ja, mit drei Leben kann man sich ja zumindest so ein bisschen sicher fühlen, oder? Ja, hier, wir gehen den sicheren Weg und frieren einfach rein. So, der ist One-Shot. Kann jetzt mal bitte in den Shop kommen? Das kann doch nicht sein. Bitte, immer noch nicht. Es kommt einfach kein Shop. Ich hab ganz lieb drum gefragt, wieso kommt trotzdem keiner? Das finde ich nicht cool von dir, Spiel. Eigentlich sind die Spiele immer ganz nett, wenn man mal fragt. Aber dieses ist anscheinend nicht so. Wir können noch, natürlich auch richtig safe spielen und einfach immer warten. Oh, ich weiß nicht, ob die drei Leben abziehen. Ich habe richtig Angst. Ziehen die Granaten drei Leben ab, wenn die treffen? Komm, wir frieren den lieber ein. Dann fühle ich mich auf jeden Fall sicherer. Okay. Bitte triff doch einfach! Meine Fresse, ey. Was haben wir hier? Does not allow you to pick up any abilities. Das ist vollkommen okay. Wir sind halt auch mega langsam. 70% Chance to break a key on trying to using it. Das ist auch okay. Aber ein Shop wäre jetzt halt mal wirklich gut. Ich wiederhole mich, aber es ist halt einfach so. So, noch was, was euch vielleicht interessieren könnte. Ich bin jetzt bald wieder YouTube-Partner. Ich weiß nicht, ob ich das auch schon mal angesprochen habe. Ich, wie gesagt, mein Hören funktioniert gerade überhaupt gar nicht. Oh, ein Herzchen. Heißt... Also ich hab dann vor, sobald ich YouTube-Partner bin, auf jeden Fall auch öfters zu streamen. Und auch diese Partnerschaft anzubieten, wo man, keine Ahnung, 2,50 Euro oder sowas im Monat zahlen kann. Shit, ey. Und dafür dann so ein Icon bekommt, wenn man Kommentare schreibt und sowas. Ich glaube, ich würde das dann erstmal von Twitch übernehmen. Da habe ich ja so ein X-Banner quasi. Und ich habe auch schon gesehen, dass man anscheinend die YouTube-Integration, beziehungsweise dieses Abonnement-Dings da, auch mit Discord verwenden kann. Und dann habe ich auf jeden Fall vor, auch in Discord noch so eine eigene Rolle für die Leute, die mich dann auf YouTube unterstützen, einzurichten. Und das ist alles ganz toll. Das haben sich nämlich einige Leute tatsächlich gewünscht. Die haben sich halt gefragt, oh, Manu, wieso streamst du nicht mehr auf Twitch? Ich will dich da abonnieren, damit ich hier auf deinem Discord einen tollen Rang hab und so. Mann, ey, was ist denn das für ein Kack? Aua, trifft er mich natürlich. Warum auch nicht? Ja, und da ich nicht mehr auf Twitch streame, aus Gründen, ja, wollte ich das einfach nur ankündigen. Aber das geht halt erst, sobald ich YouTube-Partner bin. Das dauert allerdings auch nicht mehr so lange. Also ja, für die Leute, die da Interesse hatten, kommt bald, Leute, kommt bald. So, ein Hit und wir sind wieder tot. Mega dumm. Kannst du bitte ein Herz droppen? Nur eins? Nur ein einziges. Mehr will ich. Ja, tatsächlich. Schnell hin. Die gehen nämlich schneller weg, als uns lieb ist. Decreases Fade Time by half for constant hearts. Das... Oh Gott, ey. Ich glaube, wir haben zu viele Artefakte gerade mit. Aber okay. Ich glaube, die Herz... Da ist auf jeden Fall ein Shop. Diesen Raum noch überleben, dann geht's uns gut. Wenn hier irgendwas spawnt an Herzen oder sowas, dann despawnen die wirklich mega schnell.
So, ich würde jetzt hier gerne versuchen, die komischen Pflanzen dann nicht wegzumachen. Jetzt haben die Gegner das weggemacht, die Blödis. Weil dahinter ist man natürlich ein bisschen sicher. Ja. Aber diese Einfrier-Gedöns hier ist schon mega geil. Okay, wir können auf jeden Fall den Shop. Der rechte ist der Shop, ne? Ja, okay. Werden wir zumindest unsere scheiß Artefakte hier los. Kannst du mir bitte Leben geben? Ich brauche so dringend Leben. Reduced amount of Acid Pools, mega gut. Minus 1 Max HP. Restores all HP. Und 20% Weapon Damage. Oh, okay, dann haben wir zumindest volle Leben. To drop a heart when you take damage. Ultra gut. Bosses drop more loot if players do not lose any things during fight. Und das hier ist mega gut. Das macht 1 HP uns weniger, aber dafür heilt es uns halt ganz hoch. Wir können uns hier nichts leisten. Wir könnten natürlich irgendwas klauen. Dann könnten wir uns nie wieder was kaufen. Aber da diese Waffe recht gut ist für uns, weil wir damit halt auch Gegner treffen, selbst wenn wir uns bewegen, und das quasi das ein bisschen ausgleicht, dass unsere Accuracy runtergeht, wenn wir uns bewegen, behalte ich diese Waffe. Ich glaube, das ist wirklich die perfekte Waffe für das Chicken, wenn ihr mich fragt. Von daher passt schon. So. Ein bisschen schade, dass da trotzdem diese kleinen Viecher rauskommen, auch wenn die markiert sind. Das wäre doch ganz cool, ne? Wenn aus diesen komischen Eiern, wenn die markiert sind und man sie dann tötet, dass da dann auch keine kleinen Wesen mehr rauskommen. Die Quisha One Speed finde ich mega kacke. Ich glaube, ich nehme jetzt keine Artefakte mehr mit, es sei denn, die interessieren mich wirklich gar nicht. Aber ich will heute mal ein bisschen weiterkommen. Finde ich mich jedes Mal blöd, wenn ich so gar nicht vorankomme in dieses Spiel. So, diese Sniper, ne? Ohne Witz. Aua, aua, aua. Nee, nicht cool, nicht cool. Also, ihr könnt mir auch mal sagen, welchen Charakter ihr am liebsten habt, von denen, die ich bisher vorgestellt hatte. Also, mein klarer Favorit ist ja auf jeden Fall Decidius. Und dieser Tanky Dude, ich glaube, das war das Chicken. Nee, das Chicken spielen wir jetzt gerade. Der blaue Vogel? Ich glaube, der blaue Vogel fand ich noch ganz cool. Der nur 3 von 4 Leben hatte und wenn er gestorben wäre. Oh Gott, ey. Der dann einfach nur Max HP Leben verloren hat und dann war alles cool. Kann man den einfrieren? Nee, leider nicht. Okay. Ich treffe überhaupt gar nichts. Geil. Gefällt mir richtig gut. Mit dem Schicken rumlaufen und schießen. Richtig cool. Gefällt mir. Ich glaube, ich schieße einfach die ganze Zeit und hoffe, dass irgendwas trifft. Irgendwas wird schon irgendwann treffen. Aber ich glaube, dieser Boss ist gar nicht so schwer, oder? Der ist auch recht angenehm. Oh, und da trifft er mich. Genau in dem Moment, wo ich sage, der ist angenehm, ist klar. Die geht einfach weg. Muck. Nein! Oh, komm! Scheiße, okay, der ist doch nicht angenehm. Vor allem, wenn dieses Viech da uns jetzt einmal trifft, dann sind wir tot. Scheiße. Er gibt doch nicht. Oh, es regnet richtig geil draußen. Einfach mal Thema wechseln. Wieso war denn der jetzt so schwer? Ich glaube, hätten wir eine bessere Waffe, dann wäre der doch nicht so schwer gewesen. Aber ich hab nicht mal das Ding eingesammelt, dass ich so langsam bin. Wieso konnte ich den denn so schlecht ausweichen? Der war doch letztes Mal richtig einfach. Ich weiß nicht, Leute. Gut, dass hier aber viel zu warm drin wird und ich jetzt wieder lüften muss. Das ist ohne Witz. Es war eben hier noch relativ kühl drin, so 23 Grad. Und jetzt habe ich hier, keine Ahnung, 20 Minuten aufgenommen und schon ist es mega warm. Aber es regnet jetzt raus. Das macht mich richtig glücklich. Von daher, ich hoffe, das war okay, dass das heute so eine kurze Folge war und ich eigentlich nur über das Wetter geredet habe. Aber egal. Und dann ja, bis zum nächsten Mal und tschüss.